Seiten. This is a Tomahawk cruise missile, and when it's fired, all hell breaks loose for the enemy. Need to blow up a hardened concrete bunker 20 feet underground? What about a command and control center? Or maybe protected sites with robust air defenses? Whenever the U.S. military asks these questions, the weapon of choice they turn to is the Tomahawk cruise missile. But while it's been used continuously in combat since it was first fired in anger in the 1991 Gulf War, the missile has become an iconic symbol of American combat power. Die Vereinigten Staaten haben beschlossen, Präzisionsraketen in Deutschland zu stationieren. Ein guter Beschluss, das passt zu dem, was wir bereits beschlossen haben. Schon auf der Münchner Sicherheitskonferenz hatte ich darauf hingewiesen, dass wir solche Präzisionsflugkörper brauchen, angesichts der verschiedensten von Russland in Europa installierten Waffensysteme. Wir müssen so handeln. Das finden wir ja auch in der Sicherheitsstrategie der deutschen Bundesregierung und in den Vereinbarungen, die wir zum Beispiel mit dem Vereinigten Königreich Frankreich treffen werden, um unsere eigenen Präzisionsschlagfähigkeiten zu verbessern. Das ist ein Element der Abschreckung, ein Beitrag zum Frieden, eine wichtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt. Vielen Dank. Ja, das sind sogenannte Marschflugkörper und das macht natürlich Sinn. Wir müssen uns vorstellen, rein geografisch ist die Bundesrepublik Deutschland die Drehscheibe auch für die NATO. Das heißt, auch bei Truppenverlegungen von Westen nach Osten läuft alles über Deutschland. Das haben wir bei den NATO-Übungen gemerkt, das hat auch einen geografischen Grund. Insofern macht es natürlich Sinn, dass wir hier in Deutschland so gut ausgestattet sind, dass wir uns bei einem möglichen Angriff auch entsprechend wehren können. Insofern, das erkennt auch die Vereinigten Staaten und insofern macht es Sinn. Ja, ich in Ihr Beitrag gerade, das wird jetzt versucht auszuschlachten von denen, die immer noch nicht erkennen, wie gefährlich Russland ist. Wir haben es gerade erlebt, Russland und Putin scheut nicht davor zurück, auch Kinderkrankenhäuser, Kinderkliniken zu bombardieren. Und er versteht eben nur die Sprache der Abschreckung. Das heißt, dass wir uns so ausstatten lassen müssen, aufrüsten müssen, dass er gar nicht auf die Idee kommt. Das halte ich für einen sehr guten Schritt, weil sie die Abschreckungsbereitschaft zeigen. Aber es ist auch eine Überbrückungsmaßnahme, weil die Bundesrepublik Deutschland in ihrer eigenen Militärstrategie weitreichende Flugkörper, Präzisionswaffen beschaffen will. Und ich halte das für ein gutes Signal. Es muss nur unserer Bevölkerung gut erklärt werden, warum wir es machen, weil es doch für viele überraschend kommt. Wir haben kein Wettrüsten, davon gar keine Rede sein. Wir holen jetzt das nach, was wir als Fähigkeitslücke beschreiben. Mit Unterstützung der Amerikaner wird 26 hier diese entsprechenden Systeme stationiert werden, vorübergehend. Wir sind selbst gefordert, solche Systeme zu entwickeln, weil wir hier eine, wie ich habe es gesagt, Fähigkeitslücke haben. Russland hat diese Waffensysteme schon seit längerem, unter anderem, wie wir vermuten, in Kaliningrad stationiert. Das heißt, in absoluter Reichweite zu Deutschland und anderen europäischen Nationen. Und mit der neuen Bedrohungslage, die von Russland ausgeht, geht es jetzt um die Frage, wie schrecken wir effektiv ab? Und dazu gehören eben solche Systeme, die auf diese Entfernung auch einem möglichen russischen Aggressor deutlich machen, wir sind in der Lage und bereit, uns zu verteidigen. Also jeder Schlag gegen uns wird auch beantwortet werden und das konventionell. Идем уверенными шагами к холодной войне. Горячей даже. Все это уже было. Та же Германия, США, Франция, Великобритания напрямую участвуют в конфликте вокруг Украины. И возвращаются все атрибуты холодной войны с конфронтацией, с прямым противостоянием. Все это делается в целях подавления нашей страны. Все это делается для того, чтобы
гарантировать наше стратегическое поражение на поле боя. Мы это все должны учитывать. Это не повод для пессимизма. Наоборот, это повод для того, чтобы собраться, использовать весь наш богатейший потенциал, который у нас есть, и выполнить все те цели, которые мы перед собой ставим в ходе специальной военной операции.